toll. Ich bin die Delia. Wir zeigen euch heute, wie ihr einen dekorativen Osterbilderrahmen basteln könnt. Und wir zeigen euch, wie ihr aus alten Faltenreinigern so Osterhäschen bastelt mit Karotten, die ihr zu Hause verwenden könnt oder auch verschenken könnt. Wir beginnen mit den Osterhäschen. Dazu brauchen wir Faltenreiniger, Kleber und Augen zum Aufkleben. Außerdem ist es gut, wenn ihr einen Stift habt. Ihr könnt alternativ aber auch euren Finger verwenden. Denn ihr müsst zunächst den Faltenreiniger um den Stift wickeln. Das ergibt dann den Körper des Häschens. So. Als nächstes kommen die Ohren. Dazu nehme ich noch einen rosanen Faltenreiniger dazu, damit sich das Innenleben der Ohren ein bisschen abhebt vom Außenteil der Ohren. Die Öhrchen sind fertig. Die stecken wir jetzt in den oberen Teil unseres vorgeformten Körpers. Haben wir ein stehendes Häschen. Zum Schluss mache ich noch die Augen fest mit dem Kleber, damit es natürlich auch wie ein echtes Häschen bzw. ein Deko-Häschen aussieht. Fertig ist unser Osterhäschen. Damit unser Häschen nicht verhungert, bekommst du noch eine Karotte von uns. Die machen wir auch aus zwei Faltenreinigern. Die Karotte ist ja unten etwas dünner und wird oben dicker, deswegen benutze ich jetzt hier zwei Stifte mit einer verschiedenen Dicke. Hier haben wir jetzt also schon mal die Form unserer Karotte und die Dünne. Und fertig ist das Märchen für unsere Häschen. Als nächstes zeigen wir euch, wie aus einem ganz einfachen Bilderrahmen ganz schöne Osterdeko werden kann. Dazu braucht ihr zunächst einen einfachen Bilderrahmen, aus dem ihr aber das Glas entfernt, denn sonst kann der Puschel natürlich nicht 3D-mäßig hervorstehen. Dann brauchen wir Fotokarton, das wird der Hintergrund des Rahmens. Und außerdem, entweder könnt ihr Zeitung nehmen, um den Hasen, um die Silhouette des Hasens auszuschneiden, oder eben färbte, also dekorative Pappkarton. Außerdem benötigen wir einen Kleber, eine Schere. Und ganz wichtig, die Vorlage für den Hasen. Diese haben wir für euch für den Downloads bereitgestellt. Auch ganz üblich die Fotos normalerweise reinmacht, denkt daran, bitte die Glasscheibe draußen zu lassen und dann wäre euer Osterdeko auch schon fertig.